Die Inflation in den USA ist zurückgegangen und an den Börsen wird das jetzt ordentlich abgefeiert. Und daran sieht man schon, das Einzige, um das es an den Börsen geht im Moment, das ist eigentlich nur die amerikanische Inflation. Aber haben wir es damit jetzt wirklich schon hinter uns und sind wir jetzt auf der sicheren Seite? Oder kommt bei der Inflation vielleicht doch nochmal eine große zweite Welle? Oder sogar noch was Schlimmeres? Das ist jetzt die größte Gefahr für Aktien. So heißt dieses Video. Und ich muss es aber sofort wieder relativieren. Ist mal wieder typisch. Aber es gibt natürlich auch andere Dinge, die auch eine große Gefahr wären. Ist klar, vielleicht sogar eine noch größere. Ein dritter Weltkrieg zum Beispiel. Da war gestern das Treffen von Joe Biden und Xi Jinping und es soll aber ganz gut gelaufen sein. Das heißt, wir haben da wahrscheinlich noch ein paar Wochen Aufschub jetzt. Oder aber die Gefahr, die ich hier auch schon mal warnend hervorgehoben habe, wenn wir nämlich von einem herannahenden schwarzen Loch spaghettisiert werden. Da helfen dann weder Gold noch Stoppkurse. Dann schon lieber ein Angriff von Außerirdischen auf die Erde, die greifen meistens sowieso nur die USA an. Fragen Sie da Hollywood, Hollywood weiß Bescheid, die Hälfte von denen, die da arbeiten, die sind selber Außerirdische. Gut, alles gefährliche Szenarien, um die es heute und hier in diesem Video aber nicht geht, sondern es geht um andere Dinge, die wir aber schon trotzdem auch im Auge haben müssen. Ich habe mich hier neulich aus dem Fenster gelehnt, was ich ja eigentlich ungern mache, und ich habe gesagt, ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt eine Markterholung kriegen und dass ich dafür Spielraum sehen würde. Und tatsächlich, die Börsen haben gedreht jetzt. Es geht wieder aufwärts, ist jetzt zwar auch nur anderthalb Wochen her, also es ist jetzt noch nicht so viel passiert und zum Jahresende ist es auch noch eine Weile, aber toi toi toi, klopfen wir auf Holz, beziehungsweise auf Spanplatte. Die Wende, die haben wir vor allem gehabt wegen der letzten FED-Sitzung. Und jetzt am Dienstag, da sind dann auch noch die US-Inflationsdaten gekommen. Die amerikanische Inflation ist im Oktober zurückgegangen von 3,7% auf 3,2%. Und die Kerninflation ist auch leicht zurückgegangen von 4,1% auf 4,0%. Darüber hat man sich besonders gefreut. Und es ist jetzt zwar nicht so, dass alle US-Daten furchtbar gut gewesen wären in letzter Zeit, die Arbeitsmarktdaten zum Beispiel, die waren relativ schwach, aber auch das drückt ja die Inflation möglicherweise runter. Und daran sieht man, eigentlich gibt es auch nur ein einziges Thema, das die Anleger wirklich beschäftigt im Moment, nämlich geht die Inflation runter, damit die Fed endlich die Zinsen senken kann. Alles andere ist so gut wie egal. Hier ist die Inflation, die letzten 5 Jahre, die Grafik ist von Trading Economics. Man sieht, es geht schon voran. Letztes Jahr waren wir zum Teil bei über 9%, jetzt nur noch bei 3,2%. Und was wichtig war an den neuen Daten, der Rückgang ist jetzt wieder weitergegangen. Vorher ist die Inflation ja plötzlich 3 Monate lang nicht mehr zurückgegangen. Und man hat sich da schon Sorgen machen müssen, dass das Ganze jetzt doch feststeckt. Und das hat die Börsen ja auch belastet seit Anfang August. Aber jetzt, wie man sieht, geht sie eben doch wieder runter. Und dadurch haben wir jetzt eben auch wieder unser Traumszenario von einer sanften Landung. Fallende Inflation in einer US-Wirtschaft, die immer noch gut dasteht, die immer noch stark ist. Das sogenannte Goldilocks-Szenario. Goldilocks, das Goldlöckchen. Darauf freuen wir uns jetzt. Aber falls es Ihnen auch so geht, dass Sie davon nicht wirklich so überzeugt sind, es gibt auch andere Darstellungen von der Dame. Goldlöckchen und die drei Bären. Coming soon, nämlich 2024. Goldglöckchen gibt es nämlich eigentlich immer nur zusammen mit drei Bären. Und darum schauen wir uns heute auch mal die Bären genauer an und nicht immer nur das Goldglöckchen. Das, was gerade passiert, von der Idee her ist es ja nicht besonders kompliziert, das alles. Die Inflation ist plötzlich stark gestiegen, dann sind die Notenbanken gekommen und haben die Leitzinsen stark angehoben. So wie eben die Fed insgesamt um 5,25% nach oben in kurzer Zeit, und damit pressen sie die Inflation jetzt eben wieder raus aus dem System.
Anscheinend funktioniert es ja und das ist natürlich eine Belastung fürs System, aber unterm Strich soll es eigentlich nicht das große, so große Drama sein. Irgendwann pendelt sich das sicherlich wieder ein mit niedrigerer Inflation und mit niedrigeren Zinsen. Also kein Grund zur Panik, sollte man meinen, es sei denn, es verrutscht was. Bis jetzt kann sich die Fed auf die Schulter klopfen und kann sagen, wir haben es richtig gemacht und der Wirtschaft geht es ja immer noch gut in den USA. Aber jetzt wird es eben langsam schwieriger. Und viele sagen auch, warum werden die Zinsen nicht schon längst wieder gesenkt? Die richten jetzt langsam richtig Schaden an. Nur die Gefahr, dass es dafür noch zu früh sein könnte, die gibt es eben auch. Die Grafik hier ist von der ING, grau die US-Inflation von 1971 bis 1982 und in orange neckisch zum Vergleich von 2019 bis heute. Es hat einen Inflationsschock gegeben in den frühen 70ern, der ist dann auch durchaus bekämpft worden. Das hier ist von Macro Trends, ein Langfristchart mit dem US-Leitzins. Man sieht, der ist 1974 stark angehoben worden auf fast 14%. Aber man hat natürlich dann gesehen, okay, es wirkt jetzt und außerdem haben wir ja auch noch eine Wirtschaftskrise jetzt und hat ihn dann auch schnell wieder abgesenkt. Und die Inflation ist dann auch erstmal gefallen, aber es hat dann eben doch nicht gereicht. Und ab 1976 ist sie wieder stark gestiegen und war am Schluss dann sogar nochmal deutlich höher eben, bei fast 15%. Und erst dann ist Paul Volcker gekommen als neuer Notenbankenchef und hat den Leitzins angehoben auf über 20% und damit die Inflation dann auch abgewürgt, aber mit brutalsten wirtschaftlichen Folgen. Der Tag geht, Johnny Walker kommt, in dem Fall kann man aber eher sagen, Paul Walker kommt und Millionen Arbeitsplätze gehen und die halbe US-Industrie. Und es ist natürlich immer schwierig, wenn man jetzt unterschiedliche Zeiten miteinander vergleicht. Damals gab es zwei Ölpreisschocks, wir haben bis jetzt nur einen gehabt. Und in den 70er Jahren, da ist ja außerdem auch das Bretton Woods-System zusammengebrochen. Das wird auch oft vergessen bei der ganzen Sache. Aber trotzdem, die Sorge, dass man den Zins zu früh senkt, und diese Sorge hat die Fed auch, die ist natürlich schon berechtigt, weil sowas, das will man nicht nochmal erleben. Die Gefahr von einer zweiten Welle ist also grundsätzlich da. Was könnte die anschieben? Der Ölpreis ist natürlich ein Kandidat oder Ölknappheit oder Rohstoffknappheit allgemein. Und zu Öl haben sie von mir ja letzte Woche auch eine Hauspost bekommen, eine Analyse zum Ölpreis und zum Ölmarkt. Und wenn Sie die Reports von mir noch nicht kriegen, die sind gratis und Sie können sie einfach bekommen auf www.heinrichs-hauspost.de. Und speziell Öl ist mittelfristig schon noch für Überraschungen gut, meiner Meinung nach. Okay, und dann haben wir als potenzielle Inflationstreiber vielleicht noch die Löhne. Das hier ist auch von der ING, die Arbeitstage seit 2006, die verloren gegangen sind durch Streiks in den USA und in Großbritannien. Das ist stark gestiegen in letzter Zeit. Die Arbeitnehmer, die haben durch die Inflation immens Kaufkraft verloren, sie sind ärmer geworden und das wollen sie sich jetzt natürlich irgendwie zurückholen. Und das sorgt aber selbstverständlich dann auch für steigende Kosten überall und für Zweitrundeneffekte. Und hohe Lohnforderungen werden aber zusätzlich noch begünstigt momentan eben durch den Arbeitskräftemangel und auch durch die Demografie. Und dann wird auch noch oft angeführt Deglobalisierung als Inflationstreiber. Da bin ich mir aber nicht so ganz sicher im Moment noch, weil der Welthandel ist schon oft totgesagt worden und er wächst aber bis jetzt immer noch. Aber schauen wir uns auch mal das Gegenteil an von steigender Inflation, nämlich Deflation, der zweite Bär. Was, wenn die Notenbanken das schon längst überdreht haben und dass durch die Zinssenkungen so viel kaputt geht, dass Inflation bald sowieso kein Thema mehr ist für uns, sondern dass wir große Mühe haben werden, dass wir die Wirtschaft überhaupt wieder ankurbeln danach dann? Und ganz abgesehen von dem, was da so konkret einem einfällt dazu als Beispiele dafür, die Immobilienmärkte zum Beispiel, die ja gerade einbrechen, oder überhaupt alle Unternehmen, alle Staaten und viele Konsumenten ja auch, das starke Zinsniveau, das hohe Zinsniveau, das trifft ja fast jeden. Aber davon mal abgesehen, ich bin
ganz grundsätzlich auch einer von denen, die davon überzeugt sind, dass wir, der reiche Westen, mittelfristig wieder zurückfallen werden in die Deflation. Und ich sage ganz bewusst zurückfallen, weil wir da nämlich die ganze Zeit auch waren, meiner Meinung nach. Die Inflation ist tot, hieß es vor ein paar Jahren. Überall. Der Artikel hier ist von der Washington Post von 2015. Steigende Mieten, Immobilienpreise, Aktienkurse. Okay, ja, das hat es gegeben. Aber ansonsten, die Inflation ist tot. Und das seit der Finanzkrise 2008. Und als sie dann doch wieder zurückgekommen ist, die Inflation, da konnten es viele ja erst gar nicht glauben. Aber stellt sich doch die Frage, wie war es möglich, dass sie wirklich so lange unten geblieben ist, trotz extremen Niedrigzinsen und trotz einer unglaublichen Ausweitung ja auch der Geldmenge. Das hier ist die Geldmenge M2 in den USA, ausgewiesen von der Fed St. Louis. Sie hat sich seit der Finanzkrise fast verdreifacht. Aber trotzdem ist die Inflation jahrelang unten geblieben, bis man es dann wirklich übertrieben hat und dann auch noch die Lieferengpässe gekommen sind und der Ukraine-Krieg. Weil wir nämlich die ganze Zeit vorher meiner Meinung nach in einer säkularen Stagnation waren und weil nicht nur Japan, sondern eben auch Europa und die USA die ganze Zeit schon derart strukturschwach waren, dass man das nur mühsam übertüncht hat mit Niedrigzinsen und mit immer mehr Schulden. Und dass man das aber sogar ungestraft machen konnte, weil auch das eben nicht mehr viel geholfen hat. Das hier ist vom Vermögensverwalter Heusinken die Productivity of Debt. Wie viel Dollar Wirtschaftsleistung bringt noch ein Dollar neue Schulden? Das geht leider nur bis 2018, aber wir sollen ja alle mehr Schulden machen, damit es wieder aufwärts geht mit uns. Nur leider, das, was die zusätzlichen Schulden überhaupt noch bringen, das nimmt auch immer mehr ab. Und abgesehen davon, die Welt schleppt sowieso schon immense Schulden mit sich rum mittlerweile und auch die sind meiner Meinung nach in ihrer Wirkung unterm Strich stark deflationär. Jetzt können wir natürlich streiten drüber, was setzt sich jetzt durch am Ende, die Inflationstreiber oder die Deflationstreiber? Beide sind da. Aber es ist ja auch nicht gesagt, dass die sich unbedingt jetzt gegenseitig aufheben müssen. Wir können sie auch kombinieren und dann kriegen wir Stagflation. Und das ist dann wirklich das denkbar schlimmste Szenario und auch das klassische Bärenmarkt-Szenario. Und auch da kann man aber durchaus die Frage stellen, ob wir stagflationäre Tendenzen nicht schon lang haben. Also in Deutschland zum Beispiel immer noch eine Inflation von fast 4%, aber die Wirtschaft schrumpft inzwischen schon seit einer ganzen Weile. Und man bedenke auch, für deutsche Staatsanleihen mit 10 Jahren Laufzeit kriegt man ja immer noch nur 2,7%. Der Realzins ist hier also eigentlich noch negativ und trotzdem schrumpft die Wirtschaft oder liegt am Boden vielleicht sogar. Und in den USA ist es ja auch genauso, auch wenn es anders aussieht vielleicht. Wir haben da optischen guten gutes Wachstum im letzten Quartal plus 2,9% zum Vorjahr, aber rechnen Sie da mal das aktuelle Staatsdefizit raus von 7,5% vom Bruttoinlandsprodukt, das der Staat zusätzlich reingepumpt hat und um das er sich natürlich auch zusätzlich verschuldet hat um 2 Billionen Dollar. Ich bin ausführlich darauf eingegangen in meinem Video am Montag und ich freue mich natürlich über jeden, der sich für solche Sachen interessiert und natürlich noch viel mehr über diejenigen, die dann meinen Kanal auch abonnieren. Dabei auch auf die Glocke drücken und zum Kanalabo geht's hier unten. So viel dazu. Wie gesagt, ich halte es für möglich, dass sich die Börsen die nächsten Monate erstmal wieder erholen, weil man am Markt eben wieder an das Goldlöckchen-Szenario glaubt. Alle lieben Goldlöckchen. Aber zum Goldlöckchen, da gehören eben auch drei mögliche Bärenszenarien im Moment, die auch alle eben nicht abwegig sind. Und die haben dann unterschiedliche Auswirkungen. Also wenn man jetzt zum Beispiel feststellen würde, der Inflationsdruck bleibt, dann wäre das definitiv schlecht für Aktien, würde ich sagen. Das zeigt ja auch die Vergangenheit.
Bei einem Deflationsszenario, da muss es nicht unbedingt so sein, wenn es relativ geordnet abläuft und wenn die Notenbanken dann auch schnell wieder reagieren würden. Dann könnten sich die Börsen vielleicht sogar auch schnell wieder erholen davon, mit einer Outperformance möglicherweise dann auch von zinssensitiven Wachstumsaktien. Und ein Stagflationsszenario, das ist dann aber natürlich besonders unerfreulich. Auch da kommt es dann darauf an, was die Notenbanken dann am Ende machen. Aber wahrscheinlich ist dann Gold hauptsächlich ein Outperformer. Und ich würde Ihnen auch gern sagen, was, wann, wie genau da jetzt passiert und am besten auch noch in der richtigen Reihenfolge. Ich kann das aber leider auch nicht. Aber ich finde es trotzdem sehr wichtig, dass man für das, was kommen kann, was jetzt möglich ist, sensibilisiert ist als Anleger. Nur dann kann man auch relativ schnell darauf reagieren und das ist eben auch nicht ganz unwichtig an der Börse. Man muss nicht schneller sein als der Bär, man muss nur schneller sein als die anderen, die auch vor dem Bär weglaufen. Und manchmal ist es eben so, da gibt es Tage, da frisst man den Bären und es gibt eben andere Tage, an denen wird man vom Bären gefressen. Denken Sie daran, dass Sie sich noch die Hauspost besorgen. Diesmal ging es ja um den Ölmarkt. Wie gesagt, der Report ist gratis und Sie können ihn dann sofort auch lesen auf www.heinrichs-hauspost.de. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.